Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man per Command den Mistelzweig oder den Gacha Klaus bekommt. Und das ist wirklich ziemlich einfach. Natürlich bekommt man ihn auch ohne Cheats und ohne Commands, aber ich will euch das einfach mal zeigen, wie es auch schnell geht. Wie man den Raptor Klaus bekommt, zeige ich euch auch. Und das müsst ihr einfach schauen, was für Zeit auf dem Server ist. Ihr müsst schauen, dass es 0000 Uhr, also 12 Uhr nachts ist. Dann spawnt so einen kleinen Schlitten und der lässt die ganze Zeit Geschenke droppen. Das gibt ja die Mistelzweige nachher in den Geschenken. Aber wie man die Mistelzweige auch per Admin-Cheat bekommt, habe ich wieder eingeblendet, dass man die gleich 200 Stück auf einmal bekommt. Und wie man den Gacha spawnen kann, zeige ich euch jetzt auch noch gleich. Der ist ein bisschen länger. Das ist Admin-Cheat GM Summon Gacha Klaus Charakter BPC. Alles wieder eingeblendet. Und wenn ihr jetzt die gespawnt habt, kann man die natürlich auch noch tamen. Aber nur mit einem Admin-Cheat und das wäre Force Tame. Wenn ihr jetzt den getamed habt, will ich jetzt euch zeigen, was jetzt mehr gibt. Also das heißt von den Kristallen her. Von den Kristallen her gibt es ja verschiedene. Und ja. Was ihr dem zum Fressen geben müsst, ist Mistelzweige oder Kohle. Wie man sieht, erstellt er dreimal Kohle und einmal Mistelzweig. Natürlich ist es das Beste, wenn man Mistelzweig gibt, weil dann lassen sie wirklich geile Sachen droppen. Ich habe es jetzt mal mit drei Stück ausprobiert, das heißt zwei nicht getamte und ein getamter. Und jetzt will ich euch einfach mal zeigen, was für Kristalle das alles so gibt, dass ihr ein Bild davon habt, ob man wirklich einen tamen müsste oder nicht. Und was auch cool ist, was ich gesehen habe, wenn man ein Weibchen und ein Männchen hat, natürlich getamt, dann kann man die auch paaren. Dann gibt es nachher ein Baby draus, aber man kann diese Gachas nicht tamen. Das ist ein bisschen schade, weil das wäre cool, wenn man auch im Sommer so ein cooler Gacha da im Garten stehen hätte, aber es geht leider nicht. Und ja, wie man sieht, habe ich da schon den ersten Kristall bekommen, natürlich Legendary. Und wie man sieht, bekommt man da so Farben. Und man das ist so ein Keks, und wenn man den Keks in seinen Tieren gibt, dann ändern sie irgendwie die Farbe. Also die getamten Tiere oder getamten Dinos machen dann eine andere Farbe und bekommen irgendwie Movement Speed oder irgendetwas noch drauf. Also das heißt, man bekommt wirklich coole Sachen. Was es natürlich auch noch gibt, ist kleine Geschenke. Die kann man platzieren. Da bei der Boss Area geht es natürlich nicht. Dann renne ich ein bisschen weg von da. Aber wenn man die platziert, dann bekommt man so wie aus einer Lootkiste raus, so die man am Strand findet bei Ragnarok, bekommt man ja so kleine Kisten, die man Stroh und Fasern und so bekommt. Bei denen ist es genau dasselbe, da bekommt man auch so Stroh, Fasern, Holz, wie man unten links da sieht. Was natürlich auch noch cool an diesen ist, man bekommt auch Schneemänner und so. Und ja Leute, schaut das Video noch zu Ende, ich höre mal auf zu schwatzen hier, ihr könnt noch ein bisschen weiterschauen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tonight, we are heroes tonight.
show.